Buongiorno, meine kleinen Macaronis bei Minecraft, Kiss the Sky in Agrarian Skies mit Velkur. Hallöchen, liebe Freunde, Millions of Peaches für euch, Millions of Peaches. Nom 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 und nom, 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 nom. Mehr Spieler. Ich hab schon einen Vogel, ich weiß. Nur so ein bisschen. Ja. Ja, naja. Und ich hab Motorrad. Motorräder. Yay. Hat auch nicht jeder. Ich wollte doch den Zaun offscreen ziehen. Ja, wolltest du. Pech. Ich bin so zurückgeblieben, das glaube ich ja selber schon nicht. Gut. So, jetzt habe ich gerade beim Craften von Seared Bricks, den wir brauchen zum Herstellen hier, bla und so. Hast du die ganzen Smeltery-Teile dabei? Die habe ich dabei. Und ja, ich bin gerade überlegen, dass er bei mir dauernd so ruckelt. Ob es vielleicht daran liegt, dass ich auf Server spiele, weil bei meinem privaten Minecraft, das hat nicht so geruckelt. Wäre das möglich? Wäre tatsächlich möglich. Okay. So, jetzt bitte ich dich inständig. Jetzt kommt's. 3x3 Bereich hier um die Fackel herum raus. Denn sonst fällst du nämlich gleich runter. Oh, doch nicht. Mensch, ich hab doch überall. Ich hab doch gesagt, ich zieh überall doppelten Boden rein. Ja, ich hab nicht zugehört. Entschuldigung. Ja, das wäre klar. Was soll ich da jetzt reinsetzen? Du gar nichts. Ich mach das schon. Hier. Also. Zack, 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 zack. Und zack, zack. Zack. Okay. So, das ist schon der Boden. Dann muss man hier drum, hier drum, hier, hier drum. Ja. Quasi weiter diese Dekoblöcke setzen. Und wichtig ist. Meinst du die mit die gemeißelten? Ja, zum Beispiel. Also das ist halt das, was du darin verwenden kannst. Du kannst auch diese Blöcke nutzen. Das sind die stinknormalen davon. Okay. Es ist wichtig, dass du den Smeltery Controller irgendwo auf dem Boden hier rundherum setzt. Der Controller? Ja, der Controller, weil darauf kann man nämlich dann rechtsklicken und die ganzen Erze reinwerfen. Meinst du den Schmelzereikern? Genau. Gehirn der Schmelzerei. Ah, okay, das ist der Controller. Das wäre dann bestenfalls nämlich irgendwo hier in der Nähe, wo man dann meistens steht, irgendwie hier so. Meinst du jetzt hier so drumrum, ne? Genau. Okay. Weil wichtig ist, dass man dann beispielsweise den Smeltery Controller dann hier hat. Hier so. Also dieses Gehirn davon. Wo? Hier so. Da draufstellen. Ja. So, es steht da nämlich Invalid Structure. Ungültige Struktur. Ja. Genau. So, jetzt kannst du hier links beispielsweise den Tank reinschmeißen. Also diesen. Ja, den versenkten Tank. Genau. So. Und am einfachsten ist es jetzt, wenn du hier rundherum nochmal die paar Steinchen hinzubaust, also hier, hier und so weiter. Ja. Wenn man das selber baut, kapiert man das auch. Genau, und schon hast du hier nämlich diese wunderschöne Feueranimation. Sehr schön. Und wenn du rechts drauf klickst, dann öffnet sich ein Menü. Das wärmt schön die Poppes. Ja. Okay, warte. Klick mal rechts drauf. Ja, dann öffnet Schmelzerei. Sich genau, ein Menü öffnet sich. Und da könnte man dann beispielsweise sowas wie Dirt reinhauen. Machen wir aber nicht. Mhm. Noch nicht. Sollen wir Holz und Brot schmelzen? Brauchen wir auch nicht. Aber wichtig ist, diese ganze Schmelzerei, wie sie auf Deutsch heißt, leider, wird mit Lava betrieben. Okay. Sprich, wir müssen uns irgendwie Lava was in den Tank hier reinpacken. Ja, genau. Wir haben oben welche, also das können wir dann gleich machen. Erstmal wichtig, wir haben ein Schmelzerei, dieser Ausguss und dieses kleine Ding da, was du gecrashed hast. Schmelzerei, Ausguss und den Zapfhahn. Genau. Den kann man. Stell doch deins einfach auf Deutsch. Ja, mache ich jetzt auch. Jawohl, Englisch. Er stellt es auf Deutsch. Englisch ist sowieso scheiße. Inselaffen, Island Monkeys. Was? Island Monkeys. Ja. Das habe ich einmal in einem Online-Spiel so in K3, das ist schon uralt. Zurück zum Spiel. Ist leider nicht mehr verfügbar, das Spiel. Da habe ich dann, da hat einer geschrieben, speak English, goddammit, und da habe ich dann auf Englisch geschrieben, I hate Island Monkeys. Ja, aber der war leider dann der aktuelle Host der Gruppe und hat mich rausgekickt. Nicht so praktisch. Ja, dann wollte ich nochmal rein, nochmal schreiben, fuck you Island Monkey, aber der konnte mich zu schnell wieder rausschmeißen. Cool. Also, du hast jetzt die versenkten Ziegel noch.
Yep. Okay, jetzt muss ich mal eben gucken. @mod.tinkers. Würde es das Spiel noch geben, dann würde ich das gerne als Let's Play bringen. Das hat so Spaß gemacht. Das hat genauso viel Spaß gemacht wie Mario Kart. Cool. Dann nimm mal den Ausguss. Warte. Ja. Und tu ihn mal beispielsweise hier drauf. Aber so, dass es hier hinguckt. Okay, warte. Das ruckelt ein bisschen wie immer. So. Jo. Jetzt hoffe ich, das funktioniert. Das sieht aus wie ein Glory Hole. Genau. Und da kannst du jetzt den Zapfhahn dran schmeißen. Blub. Cool, ne? Jetzt sieht es aus wie keine Ahnung was. So, du hast jetzt noch den Gusstisch. Ja, den habe ich. Den kannst du da drunter stellen. Blub. Das ist quasi dafür, dass wenn da Erz reinkommt, dann kann man das hier rechts klicken auf diesen Zapfhahn und dann kommt das rausgeflossen auf diesen Gusstisch drauf. Okay. Es gibt dann jetzt halt die Möglichkeit, muss ich überlegen. Genau. Bestenfalls machen wir das so, wir knüpfen jetzt hier einmal eben die nächste Etage hier oben zu. Ja. Ergo wieder die ganzen Steine hier drauf pflanzen. Kannst du dir auch gerne andere Steine davon nehmen, musst nicht unbedingt das hatte ich jetzt auch nehmen. Vor. Weil jetzt kommt einmal der. Der. Darfst du gerne schön bauen. Der. Der. Ja, dann nehme ich erstmal die normalen. Oder? Zack. Ja. Zack. Überrasch zack. Mich. Zack. Zack. Cool. Und einfach, weil man es kann. Zack. Leicht zack. Angebröckelt. Upsa. Zack. Ja, hier kann ich jetzt nichts drauf bauen, ne? Da kannst du einfach nur darauf, genau. Ja. Oh. So, und schon siehst du nämlich, wenn du hier auf diese GUI vom Schmelzereikern gehst, sagt, wir haben eine neue Ebene. Sehr cool. Ja. So, und jetzt ist es halt möglich, dass wir dann die immer weiter hochklatschen. Ich meine, wir haben hier genügend Platz dafür. Ja. Und ich liebe diese Angel Blocks. Die sind auch cool. Komm, ich mach noch eine dritte Reihe, dann... Ja, genau. Das kannst du gerne tun. Dann haben wir erstmal genügend. Huch, huch, huch. Huch, huch. Mann. Du bist ein Lehrer von mir. Darfst du da reinspringen? Jetzt ist er aber weg, ne? Ja. Ja, das ist normal. Der ist jetzt nämlich in der Schmelzerei drin. Ah, okay. Hehe. Arschloch. Wer hat das gesagt? So. Den hau ich aufs Maul. Ziegel. Boah, dieses Gelegge. Genau. Ein tolles Spielfeature. Ja. Und schon haben wir nämlich noch eine Reihe. Jetzt können wir sie mal runterscrollen, so. Sieht man nur nichts. Oder? Doch, man sieht es. Blub. Ja, genau. Okay, und damit hätten wir schon die ersten drei Reihen der Smeltery. Mhm. Und es sieht sogar recht stylisch aus. Ja, weil es schön vernünftig verziert wurde von meiner einer, unser einer, irgendeiner. Genau. Jetzt kann ich mal eben gucken. Casting Call to create more powerful tools and weapons. Ja, um halt bessere Waffen machen zu können, müssen wir jetzt die Wooden Teile, also beispielsweise sowas wie das Pattern für eine Axt oder für einen Axtkopf, ja, nehmen und daraus einen Steinteil machen. Oh, es regnet. Oh, wie schön, dass wir es nicht hören. Ja, ne? So, einmal den Kaktus nachgepflanzt. Die Äpfel wachsen echt lahmarschig, muss ja mal sagen. Ist nicht gerade schnell. Aber sie wachsen wenigstens. Genau. Muss mal eben nebenbei was futtern. Ich mag Äpfel und Züge. Züge? Da will ich jetzt aber nicht gehört haben, ne? Warum nicht? Einfach nur so. Ach so, okay. So, oh, Feuerstein-Spitzhackenkopf und Feuerstein-Axtkopf. Ist ja ekelhaft. Jetzt gucke ich mal eben. Right-click a casting table with a stone part, bla bla. Pure aluminum brass. So, ab jetzt kommen nämlich die Bücher zum Einsatz. Die Bücher? Ja, die Bücher. Welches Buch?
Die mächtige Schmelzerei. Ach so. Ich habe es. Öffnen wir? Ach, hey, Errungenschaft erzielt, lernen zu basteln. Oho. Jetzt muss ich mal was nachgucken. Jetzt muss ich das nämlich... Zack. Ja, okay. Und... Zack. Ah, toll, das ist auf Englisch. Yay. Ja, das macht nichts, da helfe ich dir. Ah, das finde ich sehr gut. Da kannst du erstmal weiterscrollen, bis du hier so diese Figure 1A siehst. Yep, die haben wir ja. So, da siehst du jetzt rechts diese Metalle. Richtig, Bronze, ja. Aluminium, Maniolin, Alumite und Pickeiron. Das sieht ja cool aus. Damit kannst du sogar, du kannst dann deine Waffe essen und sowas. Das ist recht witzig. Aber das ist später. Zunächst mal brauchen wir Aluminum Brass. Daraus, das machen wir aus drei Aluminium und einem Kupfer. So, dann kann man hier nochmal so ein bisschen durchscrollen. Das können die sich dann gerne pausieren. Bla bla bla. Okay. Das fertige Ingot Aluminium. Entweder das oder noch den das. Das kannst du dir gerne aussuchen. Ich nehme mal drei davon. Und was war das andere? Kupfer? Ja, also drei Teile dann, Aluminium und ein Das ist dann Kupfer. Kupfer, ne? Genau. Okay, dann habe ich einmal so einen Barren und dreimal so einen Barren. Mhm. Also du hast dann beispielsweise, wenn du jetzt, Wie genau mache ich das denn jetzt? Ja, das müssen wir jetzt gleich in die Smattery reinhauen. Deswegen nehme ich mir jetzt mal die Eimer mit. Playbucket Lava haben wir zum Glück schon vorgesorgt. Oh ja. Denn jetzt müssen wir uns da drei Teile Aluminium reinhauen und ein Teil Kupfer. Huch. Beispielsweise jetzt in den Smattery Controller. Genau. So. Ganz genau. Alle drei, alles drin. So, und damit können wir jetzt nämlich, guck mal in den Schmelzereikern rein. Ja. Jetzt werfe ich hier links in den Tank Lava rein. 1000 Millibuckets. Mhm. So, und jetzt wird das hier rechts, das siehst du, langsam durchgegart. Finde ich sehr schön. Es wird geschmolzen in der Schmelzerei. Perfekt, ne? Mhm. Kann jetzt ein bisschen dauern. Ich kolbe gleich einer drauf. Ich werfe währenddessen mal den zweiten Tank noch, den zweiten Eimer noch da rein. Eimer, ja. So, jetzt kriege ich mal ihn nach oben. Wenn das dann fertig ist, jetzt haben wir hier dreimal das Aluminium. Ist das dann einfach fertig in diesem einen Slot noch drin? Wenn es fertig geschmolzen ist? Das geht dann sofort in diesen Tank, in diesen großen, den du da rechts neben siehst. Ach so. Dann kann man sich das da, dann siehst du das dann auch in der richtigen Farbe. Ach so, okay. Es ist möglich, wenn diese Sachen nicht miteinander reagieren, dass sie übereinander dann da stehen. Sowas wie Blut und so kann man nämlich da auch drin machen. Ja. Als wenn du in die Smattery reinspringst, dann blutest du. Ah. Dann wirst du da drin Stückchen für Stück gekocht. Hm. Und dann kommt da Blut in die Smattery rein und das ist nicht gut. Wirklich nicht? Hört sich an, als wenn es lecker werden könnte, so irgendwie. Können wir machen, wenn wir Pickiron herstellen sollten irgendwann mal. Ah, okay. Aber nicht in der heutigen Folge, nein. Nein, das wäre schon wieder zu viel, wir sind ja schon bei fast 14 Minuten. Siehst du? Schön, wenn man auf die Zahl achtet. Ich habe es nämlich jetzt nicht gewusst. Ja, ich habe diesmal aufgepasst. Kaum zu glauben, aber ja, ich habe aufgepasst. So, und während wir das warten, es dürfte jetzt auch gleich fertig sein, kommen mal eben mit zum Casting Table. Also zum Basteln. Schade, den Schleimbaum kann ich nicht hochziehen. Oh. Warte, ich hau eben das Knochen mir wieder weg. Es wäre zu schön gewesen. Ich bin gleich bei dir. So. Der Basteltisch. Genau, geh mal in den Basteltisch. Ich hole jetzt mal eben die Schablonen dafür. Wir machen uns einen Spitzhackenkopf. Mhm. Ein Axtkopf. Ja. Und Werkzeuggriff. Und mal gucken, vielleicht noch die Werkzeugbindungsschablone. Gott, sind das. Aber ich habe Angst, mich zu binden. Oh. So, guck mal. Da nehmen wir jetzt. Nein. Pick nochmal eine Cobblestones. Okay. So, du siehst da, can only be used to make casts. Ja. Das heißt, die Teile können wir jetzt nutzen. Wir nehmen die raus und damit können wir die gleich unten in den Casting-Table reinlegen. Ja. Und uns damit Alumin
Aluminum Brass drüber kippen und dadurch dann unsere neuen Werkzeugformen basteln. Mhm. Ups. So, ein Werkzeugbindungs, eine Steinschere und die tun wir da rein. So. Okay, und dann haben wir die auch schon. Jetzt lege ich den Rest mal eben zurück wieder in die Kiste und dann gucken wir mal runter, denn ich glaube, das ist fertig mittlerweile. Ja, das ging ja relativ fix hier unten. So. Ah. Ah, ist er fertig? Jupp. Siehst du da Molten Aluminum Brass, 576 Millibuckets. Ja. Das ist aber wenig. Gut, wir müssen noch mehr Aluminum Brass machen. Okay. Sollen wir einfach alles reinschmeißen? Ich guck gleich mal. Rein theoretisch bitte nichts dagegen. So, jetzt muss ich mal gucken. Aluminum Brass, zeig mir mal her, wie viele Barren sind da drin gewesen? 14 Stück. 14 Stück, gibst du mir die mal, dann rechne ich das gleich mal aus. Warte. So. Okay, kommst du mit? Ja. Ich folge dir auf die Fuscha und da auf dem Dach sind ganz viele Monster. Ich töte die mal schnell. Mach das. Einfach für... Lege währenddessen mal dir zurecht. Also, wenn das einen halben Bucket und ein bisschen abgibt, dann brauchen wir da noch drei, das habe ich gehört. Und was denn? Nochmal vier. Ich weiß nicht, was du hast. Ja, ja, das sagen sie alle und dann sind sie tot. Nein, ich habe nur Hunger, ich bin nicht tot. So, es war gesagt... Boah, hör auf zu ruckeln, Spiel. Ja. Ups, falsches Buch. Also, ich habe ich damals gesagt? Warte, ich habe Knochen. Uga, uga, uga. So, mal gucken. Also, für Aluminium was brauchen wir jetzt 3 Aluminium und ein Kupfer. Das heißt, 3 Aluminium, keine Knochen. Oh, die wollte ich gleich da reinsetzen. So, und dann jeweils ein Kupfer. Ah. Jetzt scroll ich mal eben runter, weil jetzt muss ich gucken. Stylisch. Das können wir mal eben durchlaufen lassen. Theoretisch dürfte es uns das Richtige geben. Praktisch bin ich mir da noch nicht so sicher. Wir werden es sehen. Wir sind bei 18 Minuten übrigens. Ah, okay. 1, 2, 3. Ich lasse es einfach mal durchlaufen. Ja. Und rein theoretisch dürfte das jetzt gleich noch fertig werden in der Zeit. Okay. Und rein praktisch? Rein praktisch nehmen wir uns einfach die Zeit dazu. Scheiß drauf, ob wir überziehen. Weil wenn wir das nämlich jetzt einmal onscreen machen, dann können wir das weiterhin offscreen machen. Ich wurde angeflüstert. Sir Lenz flüstert dir zu, wie lange müsst ihr noch aufnehmen? 2 Minuten. Flüstere ich doch mal zurück. 3 Minuten. Auch gut. Plus minus. Plus minus 5 Minuten. Hier. Gehen wir mal zum Gusstisch und zack, legen mal das da rein. Ja. So, jetzt können wir nämlich gucken, wenn das jetzt gleich durch ist. Warten wir kurz, bis das Kupfer geschmolzen ist. Weil jetzt sehen wir da drin nämlich mehr als nur einen. Ja, geschmolzenes Aluminium. Und zweitens geschmolzenes Duraluminium. Genau. Duraluminium. Das ist so scheiß Name, ey. Alter, rutsch mit dem Buckel runter. So, jetzt dürfte das auch gleich fertig sein. Flup, 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 flup. Hui. So, jetzt haben wir da fast 3 Buckets Duraluminium. Und noch ein bisschen Aluminium da oben. Witzige Sache ist jetzt, wenn wir die Angel Blocks mal eben nehmen und gucken. Nehmen wir diese Teile. Die sind auch mal hier rein, aber nicht reinfallen. Das sieht ja richtig geil aus. Du siehst jetzt dieses pinke Zeug? Ja. Jetzt pass mal auf. Ich passe auf. Pisse. Ja, genau. Weil wenn wir nämlich... Wenn wir nämlich in diesem Smeltery Control... Schmelzerei kehren... Entschuldigung. Kannst wieder runterkommen, ne? Und nicht reinfallen. Nein, 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 ich pass auf. Wenn wir nämlich in diesem Schmelzereikern auf das jeweilige Erz klicken, was wir unten haben wollen,
Weil ja, immer was unten ist, wird ausgegeben letzten Endes. Dann können wir so variieren, was wir da unten haben wollen und ausgegeben haben wollen. Dementsprechend verändert sich auch das, was oben liegt. So, wir wollen jetzt aber nicht das, wir wollen jetzt kein Aluminium ausgeben, sondern das Duraluminium. Ja gut, Duraluminium anklicken und dann darfst du mal Rechtsklick auf diesen Zapfhahn machen. Aber nur einmal. Ich zapfe mir ein kühles Blondes. Voll cool. Ist er schon fertig? Passiert da gerade was bei dir? Inzwischen nicht mehr. Aber bei mir sieht das nämlich gerade nach gar nichts aus, also. Gut, gib mal, leg mal dran da. Okay. So, jetzt versuche ich mal. Ah, okay. Irgendwie. So, hast du das gesehen? Ja, das war vorhin aber auch so bei mir. Ah, okay. Ja, also, keine Ahnung. Also jetzt hat das auf jeden Fall Spitzhacken-Kopf-Gussform. Ja. Die siehst du so. Dann sehen deine Zuschauer das auch einmal. Yay. Oder der, oder ich habe den Kopf rausgenommen, die Gussform ist dadurch verloren gegangen. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. So, dann würde ich mal sagen, war es das auch für heute. Wir machen das noch ein bisschen offscreen weiter, dass wir demnächst unsere ganzen Gussformen zusammen haben. So. Ja, und das würde ich sagen, ab ins Menü, ne? Genau. Verbindung trennen. Verbindung trennen. Bah, stelle ich nachher wieder auf Englisch um. Ja, ich glaube ich auch. Das ist irgendwie creepy. Das ist so, als wenn Minos willkommen wären. So, jetzt stelle ich das noch auf Englisch um. Ist mir egal. Ja, warte mal. Option, Sprache. Gun. Sehr schön. Englisch, UK und so weiter. Ich liebe es. Nimmst du UK-Englisch oder US-Englisch? Ich nehme US. Dann gehe ich jetzt, ich muss kurz fixen, auch auf US. USA, die Lusa. So. Und dann würde ich sagen, ja, was für heute? Warte. Ladedonut? Ladedonut. Ja, jetzt da Kreis. Jetzt ist vorbei. Nein. Ich bin im Minus Willkommen Titelbildschirm. Ah, okay. Ja. The sum of its parts. Und mit diesen glorreichen Worten verabschieden wir uns. In dem Sinne, arrivederci, meine kleinen Macaronis, und bis zum nächsten Part. Tschüss. Auf Wiedersehen.